du Scheiße, das wird ein richtig geiles Halbfinale. Wollt ihr das sehen? Zeig, dass du ein True Schooler bist. Rapper Mittwoch Merchandise bei merchstore.net. Rapper Mittwoch Battle Mania Halbfinale. 3 Runden. Erste mit Beat. 3x8 Takte Freestyle Schlagabtausch. Zweite mit Beat. Zeig deine Lyrics. Bei Unentschieden. Dritte. Jeder einmal eine Minute Schlagabtausch a cappella. Eine links, eine rechts. Hier auch. Eine nach den anderen. Okay. Ladies and Gentlemen, erstes Battle hier im Halbfinale. George Midas gegen Interessante Bontecchi. Dankeschön. George Midas, Faust, Faust, ja? Ich fang an. Bontecchi soll anfangen. 8 Takte Freestyle Schlagabtausch über den Beat von. Okay. DJ Pete. Ja. Hände hoch, Berlin, was geht ab? Ihr wollt doch ein geiles Battle sehen. Suburb Kids. Okay. Suburb Kids. Ja. Ja. Yeah. Er ist kacke und zu klein ist er mindestens auch. Ich ficke ihn und ihr schreit Kindesmissbrauch. Ey, was will dieser Honk hier denn tun? Nächsten Sonntag ist seine Konfirmation. Ey, und ich bin der Crackdealer. Ich ficke seine Mutter verkleidet als Messdiener. Ey, ich bin heute der Messias. Geh mal abtreten und spiel mit deinem Slipper. Change. Motherfucker, aber es rhymt sich auf Messias. Midas, ich komm ran mit der Vielfraß. Hier mein Spielplatz. Hab ich schon gegen Fat Cat bewiesen, gegen Atzenkalle bewiesen. Du bist einer von den Mieten. Junge Mann, ich ficke dich weg. Freestyle off the dome. Richtiger Rap, fick dich. Junge Mann, was war das eben? Sagst du irgendwas, aber willst mit mir das Glas nicht heben? Check. Ey, er trifft echt nicht den Takt. Seine Freundin erkennt Geschlechtskrankheiten am Geschmack. Ey, und... Ja. Ey, pass auf, man muss es auch nicht schöner reden. Sie hat mehr Geschlechtskrankheiten als die Turmstraße Dönerläden. Und er sieht aus wie Mustafas Döners, der rumdreht. Blabla, ich bin schöner. Check. Mann, Döner, Döner, yeah. Ich hack dir den Kopf ab mit nem Dönerschwert. Yeah, right aus Schöneberg sind meine Homies. Und gewöhnlich eher daran, dass ich jetzt den scheiß Thron hier nehme. Junge, nicht die Bohne rede ich über dich bei Facebook. Und was sonst? Ich ficke dich weg und rauch dich in der Bon. Change, ist kein Problem, ich werd den Sieg verwalten. Ich bin der King, denn ich kann das Mic richtig halten. Ist ja schon mal was Besonderes. Du kleiner Honk, geh mal weg, du bist nichts Besonderes. Okay, pass auf, einen hab ich noch. Glaub ich, vielleicht ich muss kurz nachdenken. Und danach muss ich an meine anderen Parts denken. Passt auf A Cappella auf, da werd ich krass flamen. Check. Oh la la, du kannst ja auch andere Dinge. Du hältst das Mic wie ein Elefantenpimmel. Junge, Alter, guck dich an, ich verpick dich. Oh, Glockenbeat hat's gebimmelt. JJ Okocha von Zio gebeitet. Fick dich, Junge, der Typ, der dich am Mikro klein kriegt. Bis du so klein bist, ich fick dich im Freestyle. Einfach der Hit. Aus! Machen wir einfach diese beiden MCs hier in diese Battle hier, bitte. Zeig mal rein für den MC, der hier angefangen hat in diesem Battle für Bontecchi. Zeig mal rein für den MC, der nachgelegt hat in diesem Battle für George Midas. Gremium hat da auch keinen Einwand. 1-0 für Bontecchi. Kommen wir zur zweiten Runde Text. Gebt euch schon mal ein bisschen Props. Ja, kommen wir zur zweiten Runde Text. Du hast eben angefangen, ne? Dann kickt jetzt George Midas seinen Text. So. Okay. Ja, Midas kommt. Midas kommt. Midas kommt und bombt. George M. ist King Donkey, der Bote der Pestilenz. Wenn ich represent, bad ich in meiner Existenz. Action Man bei Zucker Joe, uferloser Superflow. Oh, du Hurensohn, ich klatsch dir das Füllhorn gegen die Birne. Denn once it is on, bist du zum Kürbis. Junge, alter Stocher im Toaster. Ich komm ran, habe Kredibilität. Doch ich weiß nicht, ob ich Kredibilität besitz. Die Welt ist voller Ratten und mein Penis ist ein Käsestück. Dumm wie Gruppe, klopf wie Schnitzel. Bevor ihr mir am Gaumen kitzelt, lach ich über Ossi-Witze. Sonne Pisse.
Jetzt hab ich grad vergessen, was ich sagen wollte. Ach nee, guck zu, wie ich in die Sonne pisse. Der Riese, der Geist und die Dunkelheit. El Chupa Libre, seit mehr als 20 Jahren unfallfrei. Schöner Text von George Midas. Kommen wir nun zum Text von Bong Taggy, Alter. Okay. Ja. Ja. Okay, hebt mal bitte die Hände hoch. Ja. Okay. Ja. Okay, ey. Okay, schönen guten Tag, ich bin Bong Taggy. Heb die Hände hoch und schmeißt rum mit Konfetti. Ey, wirklich nett von Johnny, mich zu verwählen. Doch warum? Lasst mich euch die Geschichte erzählen. Guck, letztes Wochenende bei mir in Moabit. Kaisers an der Turmstraße seh ich diesen Typ. Eigentlich ganz lieb, holt sich Tiefkühlpizza. Doch auf einmal neben ihm so zwei miese Wichser. Die so, guck mal da, dieser Junge von YouTube. Ich bin auch Rapper, ja, ich bin Champ, er heißt Umuk. Wir sind Hundi Kings, lass mal betteln jetzt hier. Das nächste, was ich weiß, wir vier vor der Tür. Ich so, ey, du Spaß, du nennst dich Hundi Kings. Nur weil du deine Schmutzwäsche noch zu Mutti bringst. Battle vorbei, Johnny schenkt mir ein Bier. Lädt mich ein zu Rapper Mittwoch und jetzt bin ich hier. Schöner Text von Bong Taggy, Alter. Homies, stellt euch an eure Seiten. Es geht hier um den zweiten Punkt. Es geht hier um den zweiten Punkt. Zeigt mir eure Hände für die Lyrics von George Midas. Zeigt mir eure Hände für die Lyrics von Bong Taggy. Tja, herzlich willkommen im Finale, Bong Taggy. Das ging ja schnell heute für dich. Yo, haben wir hier den Bong Taggy im Halbfinale. Dicker, sehr interessant. Ich muss sagen, ey, du bist so souverän, hast mich so überrascht. Wieso sehen wir dich heute das erste Mal so im Battle? Ja, ich hatte es eigentlich schon öfters überlegt, so, weil ich habe mega Spaß dabei, Videos zu gucken. Ich dachte mir, ich will auf jeden Fall mal selber mitmachen. Und jetzt habe ich mich einfach mal zusammengerissen, dachte mir, jetzt gehst du hin, Alter. George Midas, Dicker, man hat ja gesehen, er kam mit einem Hype aus der Cypher in die Vorrunde, hat sogar Fresh Polacke da rausgehauen. Hast du das Gefühl gehabt, dieser Hype war ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass er weitergekommen ist? Wenn man so Hässler-mäßig reinkommt wie ich auf jeden Fall als Gegner dann. Also wenn ich so Hässler-mäßig rüberkomme, dann kommt der Sympathische weiter. Fertig so. Fertig. Tja, auch ein Mann der wenigen Worte, muss ich mal dazu sagen. Meine Meinung dazu, er hatte auch sehr schlagfertige Punchlines. Und irgendwie fand ich in dem Fall hat so ein bisschen die Konter gefehlt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, er hat gute Sachen gemacht. Er hat Sachen aus dem Battle von Polacke noch, Fresh Polacke und mir nochmal aufgegriffen. Und also ich fand, es war zu deutlich am Ende. Was ist eure Meinung zu diesem Match? Freut ihr euch genauso wie wir, dass George Midas wieder da ist? Schreibt es in die Kommentare, es interessiert uns. Und diesen MC sehen wir gleich im Finale. Guckt euch den Rest an. Eine links, eine rechts. Ich meine, es geht letztendlich nur um die Mütze, aber man sieht ja immer wieder, dass sowas. Ahes soll also die Mütze wählen. Ahes gegen Mirko Fon, Ladies and Gentlemen. Ahes, Faust oder Ficker? Ficker. Ficker. Soll ich anfangen? Ahes soll anfangen hier in der ersten Runde, der Champion. Acht Takte Freestyle Schlagabtausch über ein Beat von Suburb Kids. Der letzte für heute. Der letzte Beat von den Suburb Kids. Ich will alle eure Hände oben sehen für Suburb Kids. Wo sind eure Hände, Berlin, Alter? Ahes, acht Takte, let's go! Fick eure Show! Hey, sorry nochmal, das kann schon mal passieren! Gut, wir fangen jetzt erst an! Eins, da ist dein Gegner, let's go! Fick eure Show, ich bin super krasser Rapper. Internet-Idol, frag doch YouTube, ich war besser. Ich verfluche diese Hater und schick dich von der Bühne. Um auf mein Level zu kommen, musst du Wichser hier noch üben. Scheiß auf dein Orbit, was bist du für ein Homo? Ich fick deine Drecksmutter einfach nur für Promo. Na Logo, weil du Wasser keine Schocks hast. Ich bin so Ghetto, ich zieh jeden in der Box auf. Tech, ich bin hier, ich muss jetzt mit Worten spielen. Coole Freestyles, sind die alle vorgeschrieben? Pass auf, Mirko Fon kann immer rappen.
Wo hast du die aufgeschrieben? In der Hand, in Fläche. Ohrig Rhymes, Hammer-Disc. Check das Bit deiner Bitch, weil dann weißt du, wo der andere ist. Jetzt hab ich den Reim verkackt, doch pass mal auf, wie ich dich einfach aus dem Cypher klatsch. Change. Alles klar, ich mach seine Mutti nass. Seine Mutti wird feucht, als wär sie Punika. Ich bin sowas von krass und scheiß auf deinen Dreckschuh. Ich scheiß auf deine Dreckschuh. Ich komm aus dem Ghetto und nein, da ist nix vorgeschrieben. Meine Rhymes kommen in dein Ohr, übertrieben. Ich komm als Ding rum, nicht Wasser zu zerdieben. Ratatatatat und der Wasser bleibt grad liegen. Change. Was soll das? Er spinnt leider jetzt. Das ist wie das Namensziehen, eine links, eine rechts. Oh, ich komm hier mit großen Taten. Ich mach aus Ahes gleich den Osterhasen. Ich bring dieses Schwein zum Bluten. Er greift sich in die Hose zum Eier suchen. Oh, ich bring die tightere Runde. Er sucht Eier, doch er hat keine gefunden. Change. Er will nur hier wetten, weil er keine Patte hat. Guckt euch diesen Mixer mit seiner scheiß Glatze an. Und ja, ich habe volle Haare. Seine Mutter ist mal wieder grad am Blasen. Schade. Was willst du mir erzählen? Ich hab ein Riesenrepertoire. Deine Uhr ist am Drehen und sie dreht sich, weil deine Zeit jetzt vorbei ist. Dein Rap ist peinlich, bitch, ich zerreiß dich. Letzter Change. Es bittet leise und laut und es bittet so, als hätte Eier im Maul. Oh, und jetzt komm ich hier mit Kuschelbart. Guck mal, Ahes, der Typ, der nuschelt hart. Ah, und dann wiedergekommen. Guck mal, er macht auf Art, ich bin griechischer Gott. Dieser dumme, dämliche Lutscher, er hat den Körper eines Gottes, dem von Buddha. Aus! Machen wir erstmal Level diese beiden MCs hier in diesem Battle. Zeigt mir eure Hände von dem MC, der hier angefangen hat für Ahes. Zeigt mir eure Hände von dem MC, der nachgelegt hat für Mirkophon. Ich sehe mehr Hände für Mirkophon. Ihr habt da auch keinen Einwand. 1-0 für Mirkophon. Texte. Wer hat eben angefangen? Du. Du fängst an mit Texten. Setzen wir uns hin. Ja, kann ich mal ein paar Arme sehen? Ich hab ein bisschen Battle vorbereitet. Ja, M.O.P. und so. Ich ruf den Punk an, wenn ich einen lustigen Clown such. Der hat einen Witz in der Hose und sein Numero ist Klaus. Sie kriegt die Tunte in den Bauchschutz. Also pass auf, wie ich Spike Rock hure. Ich reiß dir den Sack ab, mach aus dir Wichser eine Dreilock-Stute. 1,2, fuck it, jetzt ist er auf nur ziellos. Sein Schädel Gelatine passt doch zu dem Bauchschutz Primus. Ich kann nichts dafür, dass du jetzt vereinigt bewirbt bist. Scheiße Luft weg, ich bin noch krank, Alter. Okay, so. Das kann passieren. Ahes, kommen wir zu deinen Lyrics. Das müsst ihr in eure Bewertung mit einfließen lassen, ne? Alles klar, okay, okay, alles klar. 90er, oh yeah. Okay. Text in der U-Bahn, Rap in der Blutbahn. Boom, boom, bap und der Track hört sich gut an. Du guckst erschreckt, Schreckschuss auf Loser. Genug geflext, zu perfekt, bin letztendlich cooler als VBT-MCs auf ihre austauschbare Beats. Sie kriegt 1000 Jahre Krieg, sie sind lausig wie noch nie. Bin ich launen auf der Cheese, ich auf Rap-Turnier-Versager. Der Weg des größten Widerstands sind eigene Tracks mit Karma, die dich wegbrennt wie der Abfall und umschreibt, wann entstehen. Battle-Raps, die Natra gibt das Mic aus dem Weg. Yes, Bitch, ich hab schon diese Verse auf die Songs geknallt, als man mit Amex an den Vers noch als prollig galt. Oder ich kam mit der Minimac nochmal an. Da hast du im Starböse noch zum Minimal getanzt. Also fick dich, Bitch, fick dich, Bitch, fick dich, Bitch, fick dich, Bitch. Schöner Text von Ahes. Kommen wir zu eurer Bewertung. So, zeig mal eure Hände für die Lyrics von Mirkophon. Tja. So, zeig mal eure Hände für die Lyrics von Ahes. Ganz klar, 1-1 und wir kommen zu einer Entscheidungsrunde im AK. Ein AK, ein AK, eine Minute A Cappella, let's go. Mixed Martial Bars. Schrei Halloween, ich nehm ne Axt und schrei dich an mit Hallo-Würstchentopf. Nehm stumpfen Löffel, kratz noch ne Fratze in seinen Kürbiskopf. Ob ich wirklich komm, wenn er meinen Namen vor dem Spiegel sagt? Find's raus, ich hinterlass Massaker ekliger als Türkenpop. Und du Vogel, du bist so dumm, du fragst, brauch ich einen PC für ein Parteiprogramm? Shit, er ist so dumm. Er wählt die NPD für ihr Parteiprogramm. Er ist so dumm, er stirbt sogar im Startmenü bei Videogames. Sein Ticker will ihm 1000 Gramm Gras schenken. Er sagt, nee, danke, will ich nicht. Geschenk würde ich nur ein Kilo nehmen. Shit, du bist so dumm. Du holst dir ein blindes Mädel für ein Blind Date und willst mit ihr ins Kino gehen. Okay, pass auf. Deine Gang besteht aus Huren, käuflich, Spasten, räudig, Mösen und Fex, kennst du die auch vom Strich? Meine Gang ist
Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frech kämpfen sie auch für mich. Siehst du? Aber das ist nicht ungefährlich, Spast. Deine Schlampe stalkt mich, sie will meinen Schwanz rütteln, weil sie denkt, so kriegt sie Gummibärensaft. Und Dicker, du wärst auch gerne ein Bär, so wie Airport Schönefeld. Doch wird nichts, du bist nicht niedlich, du siehst kacke aus, so wie Herr von Bönefeld. Schöne Runde von Mirko Fohn. Nun deine Antwort, Ahes, let's go. Alles klar. Hä? Aus Scheiße kann man keine Butter machen, also sag, warum du rappst und wieso du es nicht dem wunderbaren Ahes überlässt. Was du machst, kann ich nicht feiern, mir zu anstrengend und schlecht. Du bist neuerdings wie Bayern, du bist abhängig von Pep. Ach du Schreck! Ach du Ey, das war noch gar nichts. Ach du Schreck, deine Leute spielen Völkerball vor Aldi, Dicker. Du gegen mich ist wie Völler gegen Waldi. Trotz Ecken und Kanten flow ich glatt über Beats. Verhaltensauffällig, es fuck, wie du siehst. Ich schnapp mir mein Weed plus ein Blatt und ein Beat. Und nach einer halben Stunde wird der Takt massakriert. Mein Verstand ist programmiert auf den Hip-Hop-Shit seit Jahren. Und ich hab's prognostiziert, bald kennen die Wichser meinen Namen. Und wegen dumm, ach ja. Und seit ich sie hab, wollen diese Bitches meine Krone haben. Ich hab es dir schon mal gesagt, frick nicht mit einem Hochbegabten. Schöne Runde dieser beiden MCs in Macapella. Mach mal Lärm für beide MCs hier in Macapella. Sehr schön. Ihr habt das wieder in der Hand. Das ist eine Entscheidungsrunde. Es gibt auch keinen weiteren Schlagabtausch, deswegen entscheidet weise. Zeigt mir auch eine für den MC, der hier angefangen hat im Macapella für Mikrofon. Zeigt mir auch eine für den MC, der nachgelegt hat für Ahes. Herzlich willkommen im Finale, Ahes. Ah, Sticker war spaßig. Kommen wir zum Halbfinal-Match hier zwischen dem aktuellen Champion Ahes und Mirko Fohn. Ahes, also man hat auf jeden Fall gemerkt, so Freestyle-mäßig, Mirko Fohn war ein bisschen weiter vorne, hat sich da den Punkt geholt, aber bei deinem Text, der war sehr souverän, der schien so, als hättest du ihn direkt für ein Halbfinale hier bei Rap am Mittwoch geschrieben. War das so? Nee, ehrlich gesagt nicht. Den habe ich schon vor einem halben Jahr oder so geschrieben, aber habe mir den zurechtgelegt zusammen mit einem anderen. Ich habe es vom Beat abhängig gemacht. Und der war halt so Boom-Bap Oldschool-mäßig und es hat dann perfekt gepasst und dann habe ich den gemacht so. Mikrofon, bei dir ist ja so, du hast gesagt, du bist gesundheitlich angeschlagen. Das hat man dann auch gemerkt, vor allen Dingen, weil du deinen Text dann verrissen hast sozusagen und gechoked hast. Wie so gehst du dann ins Battle, wenn du weißt, dass du eigentlich vielleicht gar nicht gesundheitlich fit bist? Anfangs hieß es von Tierstar, willst du battlen? Ich dann so, schreib mich auf die Vielleicht-Vielleicht-Vielleicht-Liste. Und ja, dann hieß es, ja, Mikrofon ist heute auch dran. Ja gut, bin ich halt hochgegangen und ich dachte, ich kann es durchziehen. Nächstes Mal dope ich mich mit Asthma-Spray oder so. Was ist eure Meinung zu diesem Match? Schreibt alles in die Kommentare. Es interessiert uns, abonniert uns, liked uns und ganz wichtig, teilt uns bei Facebook. Guckt euch den Rest an.